Hallo und herzlich willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect, Salems übersinnliche Geschichten. Hellseher führt Polizei zu grauenhafter Entdeckung. Hieseliges Kindermedium Sophia Baker findet vermissten Mann. Warte, das ist doch Sophia. Ja, ich wusste es. Das ist auch Rose Campbell. Schülerin an der Salem High behauptet, übersinnliche Kräfte zu haben. Es hat mit Medien zu tun. Eindeutig. Sophia war eben als Sophia war ebenfalls ein Medium. Das heißt, mehrere der Mädchen, auf die es der Glockenmörder abgesehen hat, waren Medien. Das muss es sein. Was? Jegliche Richtung. Was ist da? Ein Rad. Oh, das Rad. Ich kenne viel zu viel Hexenhinrichtungsmethoden. Joy? Joy. Joy? Kann ich mir das auch angucken? Nein? Gut. Was ist das? Okay, nur ein Fenster. Hi, Joy. Hey, Joy, bleib stehen. Brauchst du meine Hilfe oder so? Zurzeit nicht. Ich wüsste nicht wofür. Was ist das? Ein Richter. Richter. Hallo. Ein Gemälde eines Richters der Hexenprozesse. Was? Ich kann es mir doch ansehen. Ah, hi Baxter. Tell me what is this? Baxter im Museum. Ey, ich wollte die Infos lesen. Jetzt brauchen wir doch Joy. Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Nett. Es heißt die gehängte Hexe. Gruselig. Ja. Und das Glockenzeichen. Es ist das Symbol des Mörders. Können wir jetzt eine Antwort finden? Eine geisterhafte Version des Symbols des Glockenmörders befindet sich im Gemälde der gehängten Hexe. Herr Mädel da hinten? Zuallererst Sophia. Dann das Glockensymbol. Und Baxter? Baxter war es nicht. Medienfexen? Ja! Er jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält. Das ist Irrsinn. Ja. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Baxter ist der Übeltäter. Na, das war falsch. Es tut mir leid, das war auch nicht richtig. Komm, was ist es denn? Das war's nicht, da fehlen nur noch zwei. Baxter sucht das Mädchen, okay. Baxter versteckte das Buch. Ah. Die Mutter auch umgebracht? Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Hey, ist das sogar? Fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du ver...
verstehst das nicht. Ich verstehe es nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh, passiert. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen. Untertitel gehen nicht weiter. Wiedersehen. Niemals. Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Das hast du ja selbst gesagt. Tut mir leid, ich wusste nichts von dir. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Und was machen wir? Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ah. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, oh, ob er nein. irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Denkst du nicht, in der Kirche werden sie sie suchen? Wir gehen zu Baxter nach Hause! Aber das gibt keinen Sinn. Warum sollte er sie umbringen? Verdächtiger Baxter. Baxters merkwürdiges Verhalten in der Ermittlung macht ihn zu einem Verdächtigen im Gloppenmörderfall. Ich muss ihn finden. Naja, wir kennen nicht alle Hintergründe. Wer weiß das schon, warum? Kommt der Zug jetzt wieder? Was ist das? Ein Anker? Jo. Ach nö. Das wollte ich nicht. Ich wollte gerade fragen, ob es nur der eine ist. Richtung. Der geht im Karree, okay. Ah, nein, das war eine schlechte Idee. Ich hasse das. Das könnte ihn ablenken. Wie kann man diese Scheißlöcher nicht irgendwie zuscharren? Da kann ich nicht irgendwie an den vorbei. Ich möchte nicht ständig gegen die ankommen müssen. Da hinten ist ein Rabe. Wollt ihr mich veräppeln? Ich komme hier nicht weg. Das ist unmöglich. Nein. Oh. Wisst ihr was? Ich mache das auf Kamera. Bis später. Hallo und willkommen zurück.
Nach dem ganzen Drama mit den Dämonen, ich habe echt ein paar mehr Versuche gebraucht. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgekratzt dadurch. Aber ich habe sie alle vernichtet. Und werde jetzt... Kommt der Zug nochmal? Bitte nicht. Oh, ein Wachsfigurenmuseum. Kein Zug? Kein Zug? Hallo, sind da hinten? Ist da jetzt offen? Anscheinend. Plakette der ersten Hinrichtung einer Hexe. Die erste Person, die bei Gallow Hill gehängt wurde, war Bridget Bishop. Die behauptet, ich bin so unschuldig wie, ein ungeborenes Kind, als sie mit der Anklage der Hexerei konfrontiert wurde. Die haben sich echt... Ich hab grad eine SMS gekriegt. Hast du gehört, dass gerade noch was passiert ist? Etwas Schlimmes. Was denn? Jemand hat mir von einem Mord erzählt. Nein, das ist gerade eben erst passiert. Die Polizei flippt völlig aus. Was denn? Was ist passiert? Keine Ahnung. Klingt aber ernst. Erzähl's. Meine Cops sind sicher. Erzähl's uns. Heute Nacht wird was Schlimmes passieren. Ja, eine Riesenfete steigt. Keine Ahnung. Also was, da hing gerade nicht einer, oder? Genau. Das ist kein Galgen. Aber trotzdem starb jemand. Doch, das ist ein Galgen. Ja. Hi. Also, wozu das Ganze? Dann rennen wir mal ganz schnell raus. Vielleicht kriegen wir wieder mit. Das scheint ja... Wieso waren überall Blaulichter? Keine Ahnung. Wir sind direkt vom Abendessen aus Boston gekommen. Vielleicht weiß Jim was. Ich sitze also da, Jim, und zieh mir das Patchspiel rein. Hast du was von einem Verbrechen gehört? Was? Ein Verbrechen? Nein, davon habe ich nichts mehr. Hallo? Oh ja. Ich bin gerade mal aus dem Spiel rausgeflogen. Keine Ahnung. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Die Straße eh noch nie. Sheila meint, das ist an den Eingängen. Solange es nur die... Ich bin falsch gegangen. Oder? Hast du gehört, was der Typ gesagt hat? In St. Benedict ist gerade etwas Schreckliches passiert. St. Benedict, das ist die Kirche. Was ist da passiert? Ja, in die Stadt. Hi. Ja. Wozu die Eile, Jungs? Wo wollt ihr hin? Oh, nein, nein. Nein. Was ist da vorgefallen? Verlasse das Museum. Erledigt. Begib dich zur Kirche. Mal wieder. Da hing das Spiel. So, was ist passiert? Und bevor wir das rausfinden, werden wir eben einmal die Folge beenden. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns gleich sofort wieder. Tschüss.